Yay, manche mögen es groß. Der Titan PWM Mod aus dem Hause Steam Crave, hier mit dem dazu passenden Titan Mod, alles in schwarz. Das schauen wir uns heute mal aus der Nähe an. Hi Leute, Dampfwolke 7 hier, heute aus dem Nebel mit einem Review zu dem Titan PWM Mod von Steam Crave. Das Ganze hier in Kombi natürlich mit dem Titan, also dem dazu passenden Akkuträger. Die Firma Steam Crave ist schon seit langem in meinem Herzen, weil sie halt in der Vergangenheit sehr hochwertige Verdampfer gebaut hat, die außergewöhnlich waren, zumindest mal auch was ihre Größe betraf, aber auch immer einen sehr guten Geschmack geliefert haben. Und deswegen sind die Geräte bei mir auch im Daily Setup meistens mit dabei. Gerade wenn ich viel ML haben möchte oder so, dann greife ich da gerne zu, weil die gefallen mir einfach. Von der Verarbeitung her waren die immer gut und ist eine interessante Firma, wie ich finde. Absolut unterbewertet am Markt. Also man findet die Geräte eher selten auch in deutschen Shops, was schade ist, weil gerade auch die ganzen Selbstwickler von denen außergewöhnlich gut sind. Die Box, die sie jetzt hier ausliefern, ist natürlich dafür gemacht, dass man sie mit dem Titanverdampfer verwendet, so wie ich sie gerade gezeigt habe. Deswegen nennt sich das Ganze auch Titan PWM Mod, sind aber natürlich auch interessant für andere Verdampfer. Ich weiß, was ich jetzt, ein Tor oder ein DD, ich werde gleich mal ein paar davon draufschrauben, die halt ein bisschen größer sind und auf einem, ich sag mal, EGOT-Akku ein bisschen komisch aussehen würden. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal runter in die Detailansicht, dann schauen wir mal, was da so mitkommt, beschäftigen uns mal ein bisschen so mit der Technik und dann sehen wir uns hier gleich wieder zum Fazit und dampfen und quatschen noch ein bisschen. Also heute wieder dranbleiben. Spannend. Okay, first things first, wir fangen wie immer an mit der Verpackung. Der Titan PWM Mod kommt hier in dieser Pappschachtel. Ja, hier auf der Rückseite sind nochmal die technischen Spezifikationen, da gehen wir gleich aber nochmal beim Mod selber natürlich drauf ein. Machen wir das Ganze mal auf und dann findet sich hier im Inneren eine große schwarze Kiste. Ja, schwarz lässt sich immer so ein bisschen schwierig einfangen von der Kamera natürlich. Wir versuchen mal das Ding von allen Seiten zu beleuchten, damit ihr auch mal so einen Eindruck davon bekommt. Fangen wir mal mit dem Leergewicht an. Da sind wir jetzt hier bei 114 Gramm. Mit Akkus wird es natürlich gleich schwerer, da werden wir die Waage nochmal rausholen. Ja, wir haben hier einen Kubus, das heißt, wir haben die Breite und die Tiefe sind hier von der Größe her gleich, nämlich 41 mm. Und wir haben eine Gesamthöhe von 108 mm. Wir können hier maximal 300 Watt rausholen und wir haben eine Möglichkeit zwischen 1 Volt und 8,4 Volt das Ganze auch nochmal zu regeln. Vier 18650er Zellen kommen hier rein, das heißt wir liefern hier mit maximal 45 Ampere rein und können mit maximal 60 Ampere raushauen. Also leistungstechnisch ist schon mal alles da, würde ich sagen. Wir haben hier oben so ein kleines Display, dann hier vorne drauf diese tief eingefräste, das Logo der Company, den Namen davon auch nochmal, Steam Crave steht hier drauf. Dann steht hier unten nochmal Titan PWM Mod, also der Name des Gerätes. Wir haben hier einen Schalter, der sich drücken lässt, aber auch gleichzeitig durchdrehen dafür sorgt, dass wir unsere Spannung einstellen können. Hier auf der unteren Seite haben wir eine Seriennummer, das ist jetzt hier die Nummer 938. Und auf dieser Seite befinden sich eigentlich jetzt hier nur die Entgasungslöcher, nochmal als Sicherheitsfeature. Ja, die Oberfläche hier ist sehr schlicht gehalten. Wir haben hier unseren 510er Anschluss, wie wir sehen. Der ist auch gefedert, sitzt hier niedriger als die Oberfläche. Das heißt, wenn wir hier was draufschrauben, kann das natürlich dafür sorgen, dass die Oberfläche hier so leicht angekratzt wird. Und wir haben hier die beiden Schrauben, die den Deckel festhalten. Und hier im unteren Bereich haben wir einen sehr einfachen Mechanismus, der unseren Akkudeckel hält. Das ist einfach hier nur diese Lasche. Die kann man hier entsprechend so reindrücken und dann kommt der Deckel hier raus. Hier haben wir ein ganz normales Blech als Kontakt, das ist hier auch nochmal verschraubt. Der Mechanismus ist hier sehr einfach gehalten, aber eine recht starke Feder. Ja, und wenn wir hier reingucken, sehen wir, dass wir jetzt hier die vier Akkus einlegen können. Da unten ist auch Plus und Minus so ein bisschen beschrieben, zumindest symbolisch. Also
daran kann man sich natürlich dann jetzt hier orientieren. Gut, packen wir mal 4 frische Akkus hier rein. Auf der einen Seite kommen die jeweils mit dem Plus nach vorne und auf der anderen Seite mit dem Plus nach oben. Ja, den Akkufachdeckel könnt ihr in 2 Richtungen einbauen, so oder so. Man legt ihn halt entsprechend hier rein. Dann zieht man die Lasche und drückt das Ganze runter. Und dann ist das Ganze auch geschlossen und betriebsbereit. Ja, menütechnisch ist hier nicht so viel los. 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist das Ganze aus. 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist das Ganze an. Und dann können wir hier am Stellrad regeln. Und ja, das ist es dann auch schon. Ich gehe mal runter auf die 1 Volt. Das ist das Minimale, was der raushauen kann. Und wir können hier hochregeln bis zu den 8,4 Volt. Müssen wir ein bisschen drehen. Und dann ist hier Schluss. Im Display sehen wir 2 Akkus nur. Die sind jeweils parallel geschaltet von den Akkus. 2 Pärchen sind jeweils in eine Richtung. Das heißt, wir sind hier ganz normal im gesteckten Modus unterwegs mit aber dann 4 Akkus. Das heißt, die Last verteilt sich dann da auch entsprechend auf die beiden Pärchen. Uns wird hier oben der Widerstand natürlich nochmal angezeigt und ja, wie viel Watt denn dabei rauskommt, wenn wir jetzt mit der eingestellten Spannung auf die gemessene Entwicklung drauf feuern. Ja, generell ist das natürlich eine Funktion, die man mit den etwas größeren Geräten nutzen kann. Also hier mal die klassische 30 mm Fraktion hier mit dem Vapor Giant oben drauf zum Beispiel als mögliches Beispiel. Oder einfach mal was Exotisches wie hier den DND. Ich glaube, mit so einer Kombi kommt ihr entsprechend auf jeder Party gut an. Oder der Fatality, der ist ja auch, sag ich mal, ein etwas größeres Modell. Ich glaube, auch der macht hier einen relativ schlanken Fuß. Und natürlich das Gerät, was aus selben Hause kommt, also auch von Steamcrave, der Titan. Hier schön mit den 40 mm sitzt dann auf dem Gerät natürlich, ja, wie Arsch auf Eimer. Und ich glaube, das ist auch die Kombi, für den das Ganze entwickelt wurde. Hier haben wir dann wirklich, ja, eine Kombi, die mit ganz viel ML und ganz in Schwarz eigentlich jetzt richtig cool daherkommt. Gut, dann wären wir der Detailansicht soweit durch. Ich habe euch alles gezeigt und ich würde sagen, dann gehen wir wieder mal nach oben und kommen zum Fazit. Zum Titan PWM Mod von Steamcrave. Hier in dieser schönen Kombi mit dem Titan Mod Arc. Clouds Bro Clouds. Oje, oje. Wie viel Watt sind wir jetzt hier? 54. Machen wir mal ein bisschen höher. Ich habe jetzt im Titan eine Entwicklung drin, die hat 0,4 Ohm netto. Das ist auf 4 mm gewickelt, 0,50er Edelstahldraht und 12 Windungen und das Ganze zweimal. Da komme ich jetzt ungefähr bei 0,4 Ohm raus. Also ganz große Coils mit ganz viel Watte drin, schön sauber verlegt, sodass er nicht sifft, weil das ist beim Titan immer ein bisschen fummelig und natürlich ärgerlich, wenn man da die 30 ml im Tank hat. Und jetzt, boah, sehr geschmackvoll das Ganze. Wir blasen jetzt hier mit ca. 80 Watt, das ist jetzt noch nicht so viel. Also man kann beim Titan natürlich leistungstechnisch nochmal wesentlich höher gehen. Mir reicht das jetzt für so als All-Day-Vape, sag ich mal. Recht angenehm. Und ja, es gibt zu dem Gerät natürlich technisch jetzt nicht viel zu sagen. Das heißt, das Einzige, was hier zählt, ist so ein bisschen natürlich die Haptik und die Optik. Wir sind jetzt hier in so einem mattschwarzen Lack. Wir haben hier diese tiefe Einprägung und so weiter. Ansonsten ist das Gerät relativ unauffällig unter diesem riesen Verdampfer oben drauf. Der sitzt hier relativ flush, weil wir hier 41 mm haben. Das heißt, ja, der steht hier Kante auf Kante. Ist also genau dafür gebaut worden. Und ja, es sind 4 Akkus drin. Das heißt, wir kommen da mit der Laufzeit natürlich auch relativ lange unterwegs. Machen wir die Airflow hier mal komplett auf. Dann haben wir halt freies Atmen.
Und dann ist das natürlich ein Arbeitstier, was aber natürlich relativ schwer ist. Ich weiß nicht, für den einen oder anderen vielleicht ein Tischgerät für zu Hause. Für mich habe ich den auch gerne vorne im Auto stehen. Der fällt nicht so schnell um unten in der Konsole. Passt super in das Ding, wo die Cola-Dosen sonst reinkommen. Und mit vier Akkus komme ich wirklich, habe ich sehr viel Reichweite. Das heißt, auch mit etwas knackigeren Settings komme ich da natürlich jetzt relativ weit. Und ja, das Ding funktioniert zuverlässig. Ich habe auch mal die Spannung nachgemessen. Also das, was der hier auf dem Display anzeigt an Volt, das kommt auch hinten raus. Das ist also ziemlich genau. Also da war die Abweichung bei 0, irgendwas. Ich meine, kann ich euch ja mal zeigen. Ich habe es jetzt im Oszilloskop gemessen. Jetzt können wir mal gucken, natürlich. Also die sah ziemlich geradlinig aus. Also ich habe irgendwo noch mein Messgerät liegen. Wo haben wir es denn wieder hin? Ich habe aufgeräumt. Das ist immer so ein Problem. Wenn ich aufräume, finde ich nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist es doch. Haha. Mein Hightech-Voltmeter. Schauen wir es mal drauf. Also hier wird zwar eine Pulsweitenmodulation gemacht, aber auf dem Oszilloskop sah das aus wie eine gerade Linie. Von daher, ja, passt das soweit. Das heißt, ich kann es auch mit sowas dilettantischem wie dem hier messen. Ich stelle jetzt mal 5 Volt ein. Und dann seht ihr auch, wie der hier 5,04 oder irgendwas so in der Richtung raushaut. Gehen wir mal runter auf 4 Volt. Also wir sind jetzt bei 0,4 Ohm, das ist jetzt nicht die Lastgrenze von dem Gerät. Da sind wir ziemlich genau bei 4 Volt. Und gehen wir mal runter auf 3 Volt. Dann sind wir hier ja, fast bei 3 Volt. Da schmeißt er also im unteren Bereich ein bisschen mehr raus. Je höher er mit der Leistung geht, umso genauer wird das Gerät. Und ja, das scheint also zumindest mal zu passen, dass wir da das, was angegeben wird, auch an Leistung rausbekommen. Für die Leute, die das ein wenig interessiert. Die Kombi hat jetzt ein Gesamtgewicht mit, ja, der Tank ist nicht mehr ganz voll, 4 Akkus LG HG2 von fast 400 Gramm, also schon im schwereren Bereich. Und ist halt was für Liebhaber von größeren Geräten, ne? Also die Leute, die Pod-Systeme leben, sowas wie eine Blue oder so, werden wahrscheinlich hiermit nicht glücklich. Aber ich glaube, es gibt viele, die halt immer schon vielleicht sich den Titan holen wollten, aber ja, so ein bisschen zurückgeschreckt sind, weil die dazu passenden Akkuträger wie Hammer of God und wie sie alle heißen, natürlich relativ teuer sind. Und so eine Kellerbox ist natürlich so eine Fräsbox, so ein Fräsmonster ist natürlich auch nicht gerade preiswert. Von daher haben wir jetzt ein Gerät, was halt direkt dazu passt, was uns eigentlich recht viel Leistung liefert. Und ja, zumindest mal, wenn man einen Titan hat oder ein anderes großes Gerät wie ein Tor oder einen großen Vapor Giant oder so, vielleicht dann nochmal eine interessante Nummer ist. Ja, oder die Idee, ne? Wie man es will. Die Verarbeitung ist okay. Ich habe immer so ein bisschen Angst bei diesen Schaltern, die man gleichzeitig drücken und drehen kann, dass die irgendwann kaputt gehen. Ist halt kein mechanisches Gerät in dem Sinne. Die Verschlusskappe hier unten hält sehr gut. Man muss ja halt entsprechend da reinpressen und dann dieses Ding hier wieder zurückpacken und dann fällt da auch nichts raus oder klappert oder irgendwas. Das Ding ist absolut konstant. Wir haben Entgasungslöcher mit da dran. Die Oberfläche, die würde mir schon eher so ein bisschen Sorgen machen. Ich meine, die ist bei den Verdampfern hier immer sehr, sehr gut. Und hier sieht sie halt aus wie bei einer normalen China-Box. Da weiß ich nicht, ob das halt ewig schön oder hübsch bleibt. Aber ja, das wird die Zeit zeigen. Das Display zeigt uns die wichtigsten Daten an. Also während ich feuere, kriege ich hier auch angezeigt, mit wie viel Watt wir jetzt hier gerade unterwegs sind. Das ist manchmal ganz hilfreich. Und die Akkuanzeige zeigt halt nur zwei Akkus an, also jeweils den Zustand der beiden Pärchen. Die gleichen sich natürlich miteinander aus, schätze ich mal, weil die auf einem Blech stehen. Wenn da Spannungsunterschiede sind oder so, dann würden die entsprechend auf selbe Level wandern. Ja, cooles Teil. Also mir gefällt es sehr gut. Viel mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Sehr einfach gestrickt das Ganze. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, packt es runter in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Macht gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr noch kein Abonnenten seid, geht auf Abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Dampfen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Dampfwolke.